Hallo, ihr Querlinge, es geht weiter mit den Rotz und mit Kena. Wir haben hier Kappa besiegt und dürfen nach oben fahren mit einem Fahrstuhl. Was ist das da oben? Ach, das ist eine Lichtquelle. Sehr gut. Nichts zum Dranfunzeln und Kristalle einsacken. Oh, wir fahren nach unten. Nein, nach oben. Puh, ich dachte gerade schon. Meine Güte, Schrecksekunde. Kommen wir jetzt schon zu Herrn Rusu. Das wäre ja eine große Abkürzung. Hey, Kena, you made it. I think we found Mr. Rusu. Come on, this way. Wie habt ihr dicken Kinder es geschafft, hier hochzukommen? Wo sind wir denn? Ja, das scheint nicht mehr so schwer zu sein. Herr Rusu! Ja, Herr Rusu sucht das Glück. Um Glück ein kleines Stück. Oder wie geht dieses Lied? Herr Rossi sucht das Glück. So eine Zeichentrickserie, die ich nie verstanden habe. Ich gebe es echt zu. Ich habe das nie verstanden, worum es da eigentlich geht. Das war mir immer zu hoch. Karma. Apropos Karma. Wie viel brauchen wir denn für den nächsten Level-Up? Noch 150. Ne, 150 insgesamt. Das ist ja gleich. Das haben wir ja gleich. Na, wenn ihr hier schon so schmierig steht. Da unten waren wir. Jetzt sind wir ja gar nicht zu diesem zugewucherten Haus zurück, wo wir zuletzt was von Taro erlebt hatten. Dafür sind wir aber bei Herrn Rusu und seinem dreistelzigen Haus. Das auch nur ein Ausguck ist. Hey, Mr. Rusu! We brought our friend Kena. She's here to help Taro. The power of the mountain shrine is connected to everything in this forest. The trees here grew strong, drawing on its energy. And the land was once in perfect balance. But like all things, the mountain shrine follows a natural cycle. One that our village struggled to understand. As the shrine's power began to fade, a devastating famine struck our village. Taro lost his parents, and he was left to take care of Benny and Saya. I should have done more to help Taro. And now I can only watch as his spirit struggles. We can still help Taro, Rusu. There's a relic covered by the corruption at your house. But I need a way to break through. That weapon you carry, I sense it holds a deeper power. The staff belonged to my father. It's been in our family for generations. He must have been a great spirit guide. I may be powerless against the corruption, but I can teach you a new way to fight it back. To a trained archer, the bow is simply an extension of the body. A spirit guide's staff is no different. Ground yourself. Feel the energy of the mountain. Draw on its power.
Try using your bow on these targets. When you are finished, feel free to practice at the other stations I've set up. Ja, da haben wir's, was ich schon die ganze Zeit vermutet hatte. Wir können schießen. Versuche deinen Bogen an diesen Zielen. Wenn du fertig bist, kannst du an den anderen Stationen üben, die ich vorbereitet habe. Drücke und halte Links-Shift, um zu zielen. Wenn du Links-Shift gedrückt hältst, drücke kurz linke Maustaste, um einen Pfeil abzufeuern. Bewegen sich! Kommt ihr mal wieder? Ich mach's so langsam! Willst du die noch mal holen? Hallo? Back again? I'll toss up another? Ja. Es hat ein bisschen gedauert. Der Kleine kann höher springen, als er selbst groß ist. Das ist heftig. Und das bei dem Gewicht. Ja. Haruzu, was für eine windige Hütte hier. Also. Er trägt ja auch so eine Holzmaske, gell? Und wir wissen ja, dass Holzmasken nur angefertigt werden für Tote. Die Kleinen hier, die dicken Kinder, die haben Holzmasken. Und sie tragen sie auf dem Rücken. Ich habe den Eindruck, wir befinden uns hier in einer quietschbunten Version von The Sixth Sense. Nach dem Motto: Die sind alle tot hier. Hier lebt kein einziger außer Kena. Mal gucken, ob ich recht habe. Weil auch die Hütte, also da hat ja schon lange keiner mehr gewohnt, weil die Leiter und so. Was ist das da? Ach, das ist unser Ziel da unten. Ja, das Relikt. Ja, das ist so. Also, das hier rechts, das sieht irgendwie unanständig aus. Naja, gehen wir mal weiter. Ihr dürft gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja. Plopp hinten weg, plopp von da. Also, es muss doch so sein, wie ich sage. Focus is critical. Fully draw the bow, and your arrows will be more powerful. Ja. Also, Fokus ist entscheidend. Spanne den Bogen vollständig und deine Pfeile werden mächtiger. Pull the lever to drop the targets. See if you can hit them before they reset. Ziehe den Hebel, um die Ziele fallen zu lassen. Schau, ob du sie treffen kannst, bevor sie zurücksetzen. Welchen Hebel? Wow, great shot. Jo. Was ist das da rechts? Und ach, ich kann nur 4 Pfeile schießen und dann muss das ein bisschen aufladen. You'll need to move quickly for this one. Du musst dich hierfür schnell bewegen, kann ich nicht. Follow the path and hit all 6 targets before time runs out. Folge dem Pfad und triff alle 6 Ziele, bevor die Zeit abläuft. Ready, go. Welcher Pfad denn? Mensch, ich finde doch nicht den Weg schon nicht.
War's das jetzt? Waren das sechs? Ich hab nicht aufgepasst. Es gab Feuerwerk, das muss es gewesen sein. Okay, gut. Was kann ich noch tun? Mit den neuen Kräften? Ach, das war hier dieser Hebel, ja. Wie kann ich jetzt diese Corruption, diese Verderbnis wegmachen? Hier vielleicht? Shoot the painted whirlybird to begin. Aim quickly and hit them all in the air. Schieße auf den bemalten. See, that was pretty cool. Mm-hmm. Ja. Was ist das jetzt? Was gab das gerade? Ah, einsammeln. Ah, hier unten. Ah. Ein Rott. Ne? Ah. Da wachsen leicht die Pilze. Vor Freude. So, das sind wohl dicke Beeren, die könnt ihr naschen. Dann habt ihr. Dann habe ich Karma. Oh, verfressene Bande. Und wenn ich Karma habe, kann ich mich upgraden. Hier. Oh, jetzt haben wir hier. Ah, Le Bourgain. Drücke F, während du deinen Bogen spannst, um die Zeit kurz zu verlangen. Oh, jetzt war es aber echt schwierig. Egal, komm. Gut. Noch irgendwas jetzt hier für mich? Darüber haben wir gesprochen. Jo, es ist schön friedlich. Ich glaube, da bleibe ich. Ich glaube, ja, Kena ist in dieses Tal gekommen, um diese Geisterarmee irgendwie ins Licht zu führen. Wo muss ich lang? Wo kam ich her? Schwierig. Hier ist so ein. Also hier kann ich nichts machen, gell? Hm. Ich denke und hoffe, ich habe jetzt alles gesehen, alle Stationen, in denen ich was trainieren kann. Ach, das war seine Hütte. Ja, wie komme ich denn hier weg? Ah, hier vorne rechts. Ah, nee, da vorne ist auch noch irgendwas. Was ist denn, wenn ich hier runtergehe? Oder was ist das hier hinten? War aber ja schon. Nee. Here, you'll need to make every shot count. Hier muss jeder Schuss sitzen. Destroy all the targets to progress. There are three difficulty levels. Um Fortschritte zu machen, musst du alle Ziele zerstören. Es gibt drei Schwierigkeitsstufen. Na dann, bau nicht immer so viel Druck auf. Pfeil. Perfect. Jetzt müssen wir warten, bis das sich komplett aufgeladen hat, unten rechts, weil sonst schieße ich die Pfeile gleich schneller, als ich sie wieder kriege. Right there.
Rusus Maske, neuer Rotthut verfügbar. Aha. Da möchten wir nicht runter. Ah, ja, ja, Hut, ist schon klar. Kann ich hier noch irgendwo was in die Kiste einsammeln? Ja. Wusste ich's doch. Erstmal hier. Kristalle. Meistens sind da hier zwei Sachen. Aber hier nicht. Dann können wir hier noch einen kaufen. Für 5 Uhr, da kostet 5 Uhr 9. Jetzt war es langsam teuer. Kaufen. Hallo? So. Und der wird auch ausgerüstet bei jemandem. Genau. Wieso habe ich den Topf zweimal? Nee. Ich will ja, dass ihr eure Hüte, dass ihr Hüte-Uni-Karte habt quasi. Ich hoffe, es gibt genug Hüte für alle. Wenn nicht, dann hütet euch. Gut. Also, Trainingsparcours verstanden. Na, da müssen wir runter, ja. Wie ich damit irgendwelche roten Böppel weghaue, weiß ich jetzt aber auch noch nicht so ganz genau. Erzähl mir das nochmal. Manifestations of corruption patrol the path ahead. Your bow should help clear the way. Die Manifestationen der Verderbnis patrouillieren auf dem Pfad vor und sein Bogen soll helfen, den Weg frei zu machen. Doch nicht gleich so! Nicht zu glauben, ey, du Affe! Ah, ne. Muss ich die Rotz hinschicken? Ah, so geht das auch. Und damit haben wir es hier entrotifiziert. Wir hatten das gebaut. Ah! Mann! Gut, dass das gepasst hat. Auf den Zentimeter genau. So, lass uns mal hier ein bisschen gucken. Ja. Ruso hatte frische Luft. Oh ja. Und eine hohe Heizkostenrechnung im Winter. Ah. Jawohl. Karma. Hat er mich runtergeschubst einfach so. Was auch fies wäre, wenn man hier jetzt irgendwie links oder rechts, Vorsicht, noch irgendwie weiter könnte. Ah, es wird auch Verstecke geben, die richtig gut versteckt sind. Aber ich glaube, so eins habe ich noch nicht gefunden. Aber jetzt können wir ja diese ganzen komischen Töpfe, die in den Bäumen hängen, ankrabbeln. Oh, da können wir irgendwas machen. Ja. This broken path leads to my house. The corruption there is powerful. Be careful, Kena. Dieser Weg, dieser kaputte Weg führt zu meinem Haus. Die Verderbnis dort ist mächtig. Sei vorsichtig, Kena. Ah. Herrn Rufus Haus ist nicht dieser Ausguck, sondern diese verderbte Hütte, die wir da gesehen haben. Was bringt es mir jetzt? Ach, das ist eine Beamblume. Ach so. Was ist das? Moment. Wir sind in der... Also 52110... Was ist das hier? Meditationsplatz entdeckt. Ruhe dich hier aus und gehe in dich, um deine maximale Gesundheit dauerhaft zu...
Aber gerne doch. Mach ruhig weiter, ich will dich gar nicht stören. Der Balken kann ruhig hier bis rechts an mein Fenster weiter wachsen. Aber ich glaube, da kommt jetzt nichts mehr, gell? Mhm. Ach, Backspace, ja. Das ging schnell. Findet eine innere Mitte, ja, ja. Aber nicht die äußere, das ist die falsche. Okay, da, oh, da unten ist eine große Pustel. Nur mal so für ganz misstrauische Let's Player. Noch irgendwas? Nee. Wie komme ich denn jetzt hier zurück? Ach, da ist die nächste Teleportationsblume. So kommen wir übrigens auch auf diese Insel. Da an diesem großen See unten am Wasserfall. Und da war auch so ein Ding. So, Herr Russo. Ach, wieder so eine Schlammschlitterpiste. Aber da ist doch was. Jetzt nochmal für ganz vorsichtige. Ah, das geht also auch. Ich dachte es mir ja. Weil wenn ich das hier mache, dann habe ich ja gar keine Chance, das zu ernten. Wow. Und direkt in einer Arena. Gell? Ja, da oben wabert schon was. Und du bist der Oberholzkopf. Ach nicht, ach zwei von euch. Ich bin nicht schnell genug. Ich bin überhaupt nicht schnell genug. Ja, vergiss es. Nein, ich möchte nochmal neu anfangen. Das ist mir zu blöd hier. Ich kann nicht so schnell schießen. Es sind drei. Oh. Vielleicht sollte ich mich auf einen konzentrieren, damit ich erstmal ein bisschen... Lauf. Klar, was stehe ich denn da? Ach, da bist du schon down, hä? Das war nicht schön. Ja, klar. Ei, das ist... Geh doch da mal raus, Mensch! Das ist doch so eine Schlickzone! Menschenskinder! Oh. Ich will diese Schießbudenübung nicht nochmal machen müssen. Okay, das kann ich vergessen. Wenn der einmal anfängt zu rennen, komme ich nicht mehr weg. Und wenn ich renne und er rennt auch, dann komme ich auch nicht hin. Boah, das ist ein scheiß Gegner. Ey, komm, bleib liegen. Ich fange neu an. So nicht. Lauf, Mädel, guck nicht. So, die beiden sind kein Problem. Die drei eigentlich auch nicht. So. Aber Louis est très difficult. Difficult? Difficult.
Au! Emine, aber das Schild noch nicht wieder gut. Oh! Drecksack. Dagegen habe ich noch kein Mittel. Boah, der macht nur diese scheiß Wuchtschläge, ey. Er durch. Er. Boah, Scheiße, ey. Ey, du Pustel. Weißt du, Pustelinchen. Ah, bringt da nix. Du hast mich echt geärgert. X Versuche. Und jetzt kommst du nicht mit guten Ratschlägen. Hast mir gerade auch nicht geholfen. Ein Relikt. I made that knife for Taro when he was a boy. Ich habe dieses Messer für Taro gefertigt, als noch ein Junge war. He loved these woods, and I tried my best to teach him the old ways. Er liebte diese Wälder, und ich versuchte mein Bestes, ihm die alten Wege zu lehren. Consumed by the troubles of our village, I was not there for Taro when he needed me most. Die Sorgen unseres Dorfes haben ihn zermürbt. Ich war nicht für Taro da, als mich am meisten brauchte. I hope we can bring him peace. Ich hoffe, dass wir ihm Frieden bringen können. More relics are hidden in the corruption of the forgotten forest. In der Verderbnis des vergessenen Waldes sind weitere Relikte versteckt. I'll wait for you there. Ich werde dort auf dich warten. Taros Messer. So. Oh, da haben wir einen Rott gefunden. Gut. Ja,
Also, ich fand es einfacher, den Dicken im Nahkampf zu machen. Ich weiß nicht, wie man den im Fernkampf machen soll. Der ist ja ständig da und haut nach einem. Insofern, ja, man kann vielleicht einen guten Schuss landen. Er hat ja vorne so einen komischen gelben Knubbel. Wenn man den abschießt, macht er ein bisschen Schaden. Aber das habe ich nicht probiert. Das war nicht meine Taktik. Einfach drauf ausweichen und irgendwie in 30 Versuchen lernen, welche Schläge er so macht und wie man manche dieser Schläge auskontert. Einige konnte ich gut auskontern, andere kann ich bis jetzt nicht auskontern, aber es hat ja gereicht. So, was haben wir denn hier? Karma? Kristalle? Und der nächste, bitte. Rott, jawohl. Kuh. Ja, füttern, komm. Oder futtern. Und Kristalle. Boah, das war einiges hier. Die Maske willst du nicht anlegen, ehrlich? Naja, gucken wir uns mal die Inneneinrichtung an. Also, er hat viel Stauraum, finde ich. Er hat kein Bett. Er hat viele Werkbänke. Keinen Stuhl. Doch, ein Hocker. Das ist alles sehr rückenfreundlich hier. Ach, hier geht's. Ach nee, Moment mal. Ach, wir waren hinter der Hütte. Ich verstehe. Oh, hier sind zwei Kristalllaternen. Ich würde wirklich gerne hier mal das aufsetzen. Natürlich, da geht's. Was ist das da hinten? Was ist das Helles? Was ist das Helle hier? Ach, das war unsere Geschichte. Ja, genau, verstehe ich. Was ist hier zu tun? Ah, da fehlt die Eule. Wo sind die Eule? Eule. Eule. Den Garten kennen wir auch. Ist da die Eule drin? Was ist das? Muss ich das da drauf tun? Nee, oder? Ich war doch eine Eule. So. Ist eh schon. Ah nee, er kommt noch. Ich habe einen Schleimklumpen. Das ist da falsch. Das ist irgendwie klar gewesen. Aber was soll ich mit einem Schleimklumpen machen? Ach, das ist eine Waldträne. Die muss ich ja pflanzen. Natürlich. Wenn man mal so drüber nachdenkt, macht alles plötzlich Sinn. Man macht sie nicht kaputt. Wir brauchen den Rotzbeutel noch. Na du? So. Mit der Waldträne können wir das ein oder andere noch wegholzen. Oh je. Aber wo? Ich suche eine Eule. Hat jemand eine Eule gesehen? Ah, stimmt. Da ist ja was. Wir können ja jetzt schießen. Genau. Ich muss auch in die Bäume gucken. Ab jetzt ist es wichtig. Auch wenn das hier noch relativ egal sein dürfte. Verschiedene Äcker hier. Achso, das ist jetzt erloschen, oder? Genau, ist erloschen. Gibt es auch noch Kristalle? Jawohl.
Muss ich etwa beide erst hochschießen und dann? Oder wie? Komische Dinger. Es scheint erstmal nichts auszulösen. Ich brauche eine Eule. Wie schwer kann es denn sein, hier eine Eule zu finden? Da haben wir gekämpft, ja. Da ist wieder die Hängebrücke. Ich bin der festen Überzeugung, dass hier irgendwo eine Eule sein muss, weil ich hier vorne einen Platz habe. Oder irgendeine andere Figur. Aber ich glaube, es ist eine Eule. Wo soll die sein? Ah! Hier! Hier! So. Das stellt ihr bitte... Hallo? Okay, Problem. Moment. So. Ich glaube, da waren meine Batterien von der Tastatur alle. Zumindest habe ich die gerade ausgetauscht. Jetzt geht's wieder. So. Wir machen noch das hier. Den Eulenpilz. Oh, ach so, jetzt habe ich so lange darum gestanden, dass ihr das abgelegt habt. Hier, Rotz. Kommt schon. Schön, oder? Da kommt die Eule angewatschelt. Ach, es ist großartig. Da kommt das solche Ideen. Das gibt nochmal ein bisschen frisches Karma für Kena. So, und damit soll die lange Episode auch hier zu Ende sein. Ich weiß, dass da oben Richtung Rusus Ausguck noch Dinge zu finden waren. Ich habe auch teilweise schon was entdeckt. Wenn man da diese Schlammrutschpartie machte, dann habe ich hier oben irgendwas gesehen. Das ist wahrscheinlich hier so dieser Weg. Rusus Hinterhof, genau. Das müssen wir uns auch mal anschauen. Oder ist das der Weg, den wir gekommen sind? Na, auf jeden Fall gibt es da noch was zu entdecken. Und was das sein wird, das erfahren wir möglicherweise schon im nächsten Teil. Bis dahin.